Hallo Leute! So, heute haben wir wieder ein Unboxing-Video und heute haben wir mal ein für mich ganz besonderes Unboxing-Video. Dieses Paket war heute bei mir in der Post und entgegen der Erwartung, dass es von Thomann ist, steht hier der Absender Henning Pauli drauf. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, das ist der YouTuber von, oder der Mann hinter HP42, einer meiner absoluten Lieblingskanäle. So, ich war letzte Woche auf der Musikmesse und habe dort mit Henning geredet und ja, da er ja mit Jojo ein bisschen liiert ist, hat er mir tatsächlich zugesagt, dass ich ein paar Jojo Pedals zum Antesten für ein paar Videos bekomme. Und genau die sollten jetzt theoretisch hier drinne sein. Ja, ich musste jetzt schon länger drauf warten, das endlich aufzumachen. Und deswegen lasst uns das jetzt zusammen machen, nachdem ich noch kurz gecheckt habe, ob meine Kamera überhaupt... Ja, die Kamera ist an. Sehr gut. Okay, wir haben alles, was wir für ein Unboxing-Video brauchen. Wir haben Kaffee aus meiner super coolen, kalten Tasse. Wir haben unseren offiziellen Unboxing-Waschbär und wir haben ein Unboxing-Messer. Okay, dann lasst uns das Ganze erstmal aufmachen. Ja! Okay, Vorsichtig. Au. Und wir haben uns geschnitten. Stark. Au. Das Unboxing-Messer ist scharf. Naja. Okay, sehr schön eingepackt, sicher verwahrt. So, alles klar. So, also was jetzt hier drin sein sollte, sind also Jojo Pedals. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon was von Jojo Pedals gehört habt. Auf jeden Fall kennt ihr Jojo wahrscheinlich eher von den Marken von Thomann und von Fame. Also von der Music Store Marke Fame und von Thomann, diese Harley Benton Pedals. Das sind nämlich einfach nur Jojo Pedals, die einfach ein neues Label bekommen haben, damit es halt diese günstigeren Pedale werden. So, auf jeden Fall, dann lasst uns mal aufmachen. So. Wie geil! Ein Jojo-T-Shirt! Ey, wie super ist das denn? Sogar in der M. Yeah! Okay. Ein offizielles Jojo-T-Shirt. Moment. Da ich jetzt natürlich kein Striptease für euch machen werde, werde ich mich mal ganz kurz hinter die Kamera bewegen und werde mal kurz dieses T-Shirt anziehen. Moment. Hey, Jojo. Okay, alles klar, dann lasst uns weitermachen mit unserem Jojo Unboxing Video. Okay, wow, das ist ja echt viel, wow, cool. Okay, als erstes Jojo Instrument Cables. Haben den schönen Winkelstecker auf jeden Fall schon mal dran. Schon mal sehr, sehr gut. Also das sind so diese... Das sind diese schönen Winkelstecker, die dann so schön für Pedalboards auch nicht so viel Platz wegnehmen und hier dann schön schraubbar sind. Einwandfrei, auch schön bunt. So, alles klar. Als nächstes haben wir ein Instrumentenkabel von Jojo, auch sehr schön. Was haben wir als nächstes? Oh Gott, ist hier viel drin. Okay, nehmen wir erstmal das Größte. JP02 Power Supply. Okay. 10 Isolated Outputs. Short Circuit Over Q and Protected Power for 9V, 12V or 18V Pedals. Included Cables. Bright Blue LED for Pedal Board Lightning.
Short Circuit Indicate. Sehr cool. Schauen wir mal rein. Okay. Also mit was wir es hier zu tun haben, ist im Prinzip ganz einfach eine Power Supply für ein Pedalboard. Wir sehen es hier. So, Kamera. So, perfekt. Wie gesagt, wir haben 10 Eingänge und es ist isolated. Das bedeutet, wir haben keine Nebengeräusche, kein Rauschen oder sowas. Wie es den Anschein hat, ist es auch so, dass hier diese LEDs dann leuchten. Also hier sind LEDs und die dann wahrscheinlich leuchten, wenn Strom fließt. Keine Ahnung. Und wir haben auf jeden Fall Anschlüsse für einmal 18 Volt, für... Ach nee, Moment. Es wird mit 18 Volt gepowert, also es wird mit 18 Volt betrieben. Da ist hier noch ein Netzteil dabei. Und jo, dann haben wir auf jeden Fall 8 Ausgänge und mit 9 Volt und einen für 12 Volt und einen für 18 Volt. Also zum Beispiel 18 Volt ist, ich habe zum Beispiel von MXR diese Talkbox, die läuft dann nur mit 18 Volt. Finde ich sehr cool, dass das Ding damit geht. Werden wir auf jeden Fall dann mal ein Video direkt genauer anchecken. Auch sehr schön ist natürlich, dass hier wirklich mal ordentliche Power Cables dabei sind und die wirklich mal fertig aussehen. Ich meine, wenn man sich von Harley Benton die Powerblend kauft, die ich momentan auch irgendwie immer noch verbaut habe. Erstens, sie ist verdammt groß und die Kabel, die sind echt brutal schrecklich, aber egal. So, auf jeden Fall, das war schon mal die Powerblend. Sehr, 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 sehr cool. Machen wir mal weiter. Als nächstes haben wir einen ganzen Arsch voll Pedals. Okay, was sind das für Pedals? Ihr seht schon, die Verpackung ist relativ klein. Es handelt sich hier um die sogenannte Ironman Series von Zoyo. Und das sind wirklich Mini-Pedals. Und mit Mini-Pedals meine ich nicht nur Mini, sondern sehr, sehr Mini. Also, das ist was. Nein. Okay, wirklich sehr kleine Pedals. Und wir schauen einfach mal kurz rein. Dafür komme ich mal hoch zu euch. Wir haben es hier mit dem Zoyo Old School zu tun. Ein Distortion Pedal, Ironman Series. Erstmal, es sieht total wertig aus, die ganze Verpackung. Man macht es auf, ja, kriegt man erstmal hier. Das wird wahrscheinlich die Ver... Ah ja, da ist dann gleich die Erklärung dazu. Und jo. Das Ganze auf und sehen das Pedal. So. Sehr schön erstmal bei den Pedals von Zoyo ist auf jeden Fall, also wir schauen uns das mal kurz an. Das ist das Pedal. Was natürlich wirklich cool ist, ist dieses Zeug hier, also dass man es praktisch aufklappen kann und die Settings, wenn man sie jetzt vor dem Auftritt gemacht hat, zu, fertig ist es. Was auch noch cool ist, ist, dass das Zoyo-Logo dann auch noch hell aufleuchtet, wenn es aktiviert ist. Wird mit 9 Volt gepowert und wir haben High, Low, Volume and Gain. Sehr cool. Die Regler fühlen sich sehr schön an. Und ist ein True Bypass Pedal demnach. Und was richtig cool ist bei den ganzen Ironman Sachen ist, was dazu geliefert wird. Da sieht man mal, dass diese Leute bei Zoyo sich wirklich Gedanken machen. Man hat entweder dieses Rubber Zeug, was man einfach drunter kleben kann. Oder direkt zugeschnitten, sogar dass die Schrauben passen. Fertig zugeschnittenes Velcro. Ich meine, fuck, wie geil ist das? Wirklich. Es ist sehr schön lackiert. Das Ding spielen wir nachher auf jeden Fall noch an. So. Alles klar. Moment, wie kriege ich das Ganze jetzt wieder rein? So. 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 Das da rein. Wunderbar. Okay. Was haben wir als nächstes? Dann haben wir den Green Legend. Okay, Green Legend, ich denke mal, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das wird wahrscheinlich ein TS-Style-Pedal sein. Tube Screamer. Aber, also nicht Tube Screamer. Es ist ein TS-Style-Pedal und es ist... Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es könnte sein. Es ist wirklich nur eine Vermutung, aber vielleicht. Ja, es ist grün. Es ist ein Distortion Pedal und es hat Volume, Drive und Tone.
Cool. Werden wir auf jeden Fall auschecken. Geil. Okay. Das nächste ist dann der Future Chorus. Okay, ich denke mal, es ist ein Chorus-Pedal. Ich sehe gerade, dass hier wirklich, es ist eine eigentlich ganz schön coole Information hier drauf. Input, Impedanz, 1 M. Output, Impedanz, 1 K. Running Current, 22 mA, also 22 mA braucht das Pedal, um gepowert zu werden. Das ist für die Leute eigentlich dann wichtig. Also ihr könnt es euch auch mal durchlesen. Hier, Moment, Autofokus. Kriegt ihr das hin? Keine Ahnung. Da stehen halt 22 mA. Das ist dann für die Leute wirklich interessant, die ein Pedalboard haben und dieses Pedalboard halt auch mit so einer Power Supply powern wollen. Weil die haben halt eine bestimmte Anzahl von Milliamps, die praktisch dazu verwendet werden können, diese Pedals zu powern. Und deswegen schon mal cool, dass die Information dann gleich hier auf dieser kleinen, coolen Dings drauf ist. Oh, und es hat eine völlig andere Farbe als das. Cool. Es ist blau. Wie cool ist das denn? Blau, 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 blau. Cool. Okay. Level, Depth and Rate. Passt auch übrigens sehr gut zum Tisch. Jetzt kann ich meine Coolbox gar nicht verwenden. Okay, weil der Tisch und das Ding sind fast identisch von der Farbe her. Also die Farbe ist schön, ich meine. Okay. Geht das erstmal wieder zurück und wir schauen, was wir noch so für Goodies haben. Als nächstes haben wir den Molotram. Das ist erstmal ein ziemlich cooler Name. Okay, Molotram ist demnach ein Tremolo Pedal. Come on. Okay. Mal schauen, laufen die alle mit 22 mA? Nee, das läuft mit 20 mA. Okay. Molotram, wieder sehr, 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 sehr coole Lackierung. Wieder diese schöne Klappe. Rate, Depth and Wave. Sehr cool. Wave wird dann wahrscheinlich so regeln, dass praktisch eher eine Sinuskurve oder eine normale Vibrato-Kurve ist. Auch sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Was allgemein auch ziemlich auffällt, ich meine, man hat immer so dieses Vorurteil mit diesen Shiner-Pedals und es ist so krass. Also auch wie das Ding hier aufspringt, das ganze Ding ist solide aus Metall verarbeitet. Es sieht sehr, sehr gut aus. Es hat eine wunderschöne Lackierung. Es hat die Knöpfe laufen sehr, sehr wertig, wirklich. Also und diese Klappe auch, die ist auch schön mit Federn gelagert, so dass das so schön aufspringt. Absolut sexy, diese Pedals, gell? Also, Jojo, einwandfrei, einwandfrei. Die haben außerdem versetzte Input-Dinger, Input-Checks. Auch interessant. Okay, lass uns erstmal weiterschauen. Dann haben wir auf jeden Fall noch zwei Pedals aus der Ironman-Serie, auf die ich lange gewartet habe. Das ist einmal der Quattro. Das ist ein Digital-Delay, total geil. Hat ungefähr, keine Ahnung, ich glaube 6 verschiedene Delay-Sounds. Ultra geil. Freue ich mich schon richtig drauf, den auszuprobieren. Auch eine schön lange Demo dazu zu machen, weil das ist... da haben so viele Leute gesagt, dass das wirklich ultra cool ist. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und das zweite Pedal davon ist das Space Verb. Auf die beiden Pedals habe ich wirklich richtig gewartet, weil der Space Verb auch ist ein Reverb-Pedal, was einfach so mehrere Reverb-Sounds einfach so drin hat. Und das in dem kleinen Pedal, das ist ultra geil, wirklich. Freue ich mich schon sehr drauf, die auszuprobieren. Der hat dann auch so Schimmereffekte oder lauter so verrückte Sachen, total cool. So, kommen wir nun zu den anderen Serien. Und von der Serie hier weiß ich JF16. Ist das vielleicht die 10er-Reihe? Kann das sein? Gab es eine 10er? Ich weiß es gar nicht. Egal. Die 10er-Reihe, da haben wir das. Das sind praktisch so diese Pedals, die verschiedene Amps danach bilden sollen. Da haben wir den British. Den gibt es auf jeden Fall auch von Harley Benton. Und wir haben noch, was haben wir hier drin? Cool. Ein Classic Flanger. Und da ist von vornherein ein Jet drauf. Also wir wissen, wo es hingeht. Ja, das geht
Volle Kannen, die Van Halen und Paul Gilbert Ecke. Voll geil. Voll geil. Okay. Als nächstes haben wir die sogenannte 30er Serie, müsste das jetzt sein. Da haben wir das Sweet Baby. So, die sind, ja, was ist das für Material? Ist das Guss? Ich habe keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht so Metall wie die kleinen Iron Man Dinge, aber es sieht auch, sieht irgendwie schön, also ich finde es schön. Ich mag das. Ich finde es schön. Doch, doch, mir gefällt das. Gut, okay. Das war das Sweet Baby. Dann haben wir den Deluxe Crunch. Sehr cool, das könnte so in die Richtung OCD gehen vielleicht. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Deluxe Crunch. So, sehr, sehr cool. Das sind diese kleinen Knöpfe, diese Chicken Pots, die, wie es zum Beispiel auf den Clone Centaurs drauf ist. Finde ich ultra sexy, cool. Sieht schon mal schön aus, auch dieses Abgesetzte hier. Also sieht schon wertig aus. Wird auch mit 9 Volt gepowert. So, und das letzte ist U-S-Stream. Oh, was haben wir hier? Das ist definitiv wahrscheinlich ein Distortion Pedal. Und wenn es U-S-Stream heißt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich natürlich auch um ein vielleicht Boogie-Pedal handelt. Sehr schöne Farbgebung auch. So schön purple. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Okay, was wir als nächstes noch machen, dafür habe ich den hier stehen und den hier. Wir werden jetzt noch mal kurz was ausprobieren, damit ihr euch nicht die ganze Zeit nur mein schwachsinniges Gelaber angehört habt. Also, lassen wir es mal blau aufleuchten. Wunderbar. Trinken erstmal einen Schluck Kaffee. So. Alles klar, was möchte ich zuerst ausprobieren? Das ist im Moment wirklich, als wenn man ein Kind in den Süßigkeitenladen lässt und sagt, hey, welchen Lutscher willst du als erstes haben? Okay, ich möchte unbedingt den Quattro ausprobieren. Nehmen wir also erstmal den Quattro, das Quattro Delay. Wie man hier schön sieht, die verschiedenen Modes, Copy, Analog, Modulation, Filter. Ah, geil. Absolut. Wir nehmen das. Wir nehmen den Space Reverb. So, auch hier wieder wunderschön schwarze Lackierung, einwandfrei. Auch hier wieder die verschiedenen Modes dann. Haben wir Room, Hall, Church und Plate. Und dann nehmen wir noch was Schönes für die Verzerrung. Und da holen wir uns jetzt, wo habe ich den? Moment. Wo ist Oldschool? Hier, nehmen wir den Oldschool Distortion noch. Der sah auch so richtig cool aus. So, alles klar. Und dann nehmen wir uns einfach jetzt, um mal zu zeigen, wie schön einfach das funktioniert jetzt mit dieser Powerblend. Wie gesagt, ich habe das Zeug noch nie irgendwelche Manuals gelesen oder irgendwas. Also falls jetzt irgendwas furchtbar schief geht, bitte verzeiht es mir. Ich tue das gerade auch das erste Mal. Aber okay, es ist mein erstes Mal. Also bitte, bitte. Okay, perfekt. DC in. Jetzt brauchen wir noch drei von diesen sexy 9 Volt Kabeln und stecken die hier an der Seite rein. Ja, das ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, also ihr seht ja schon, wie klein diese Pedals sind. Demzufolge könnt ihr euch bestimmt auch denken, dass es nicht möglich ist, diese Pedals dann auch schlussendlich mit einer 9 Volt Batterie zu betreiben. Das funktioniert leider nicht und mal ganz ehrlich, also ich würde sowieso beim Auftritt niemals darauf vertrauen, dass irgendwo eine 9 Volt Batterie drin ist. Ich meine wirklich,
ihr spielt vor einen Haufen Leuten vielleicht und ihr habt euch ein super Stück rausgesucht, ihr habt eine saugeile Gitarrenanlage und dann solche dummen Fehler, wie das vielleicht ein 9-Volt-Block dann rum, also leer ist und dann irgendwie rumspinnt. Ich weiß nicht, ob das dann so das Ziel ist. Deswegen einfach mein Tipp, kauft euch so eine Power Supply, macht euch ein kleines Board, ihr habt für immer Ruhe, ihr habt keinen Stress mehr, ihr macht das dran und solange das auch eine isolierte Powerplant ist, habt ihr da überhaupt gar keinen Stress. So, nehmen wir uns noch zwei von den Patchkabeln. Wunderbar. Out. In. Out. Und in. So, dann geht hier mal Kabel hier rein. Wunderbar. Und hier noch rein. So. Dann nehmen wir meine Trusty Tele, mein Kabel und schauen wir einfach mal, wie das Ganze klingt. Als erstes fangen wir natürlich wie immer an. Ihr müsst mir jetzt mal bitte nachsehen, dass das nicht mikrofoniert ist. Also alles, was ihr jetzt hört, ist im Moment von meinem Sennheiser Shotgun Mikro. So, also hier ist unser Clean Sound, schön. Okay, fangen wir an mit dem Quattro in Copy Mode. Und das ist so geil, dieses Joyo-Logo leuchtet tatsächlich auf, wenn man die Klappe unten hat. Sind hier zwei kleine LEDs dann und die leuchten dann auf und das Joyo zeigt. So, und da haben wir schon das erste Delay. Filter noch kurz aus. Ah, alles klar, cool. Sehr cool, okay. Okay, dann mal kurz den Space Reverb. Also wir haben wirklich komplett trockenes Signal. Und dann Reverb. Ah, sehr schön. Und nehmen dann am besten gleich mal Church, damit ihr auch alle gleich hört, wo es rund geht. Das ist Decay. Absolut geil. Okay, und dann nehmen wir mal Old School Distortion. Okay. Humbucker. Jetzt haben wir es gefunden, alles klar. So, schauen wir noch mal kurz, ob wir einen coolen Solo-Sound jetzt noch mal um alles. Und vor allem das Coole, was mir gerade... Wow! Hört ihr das? Es ist auf vollem Gain wirklich relativ laut. Und es ist fast kein Rauschen da.
Ich meine, hier geht's gerade wirklich. Okay, dann probieren wir jetzt noch mal kurz eine kleine Kombination aus. Erstmal kleine Dream-Kombination. Wir nehmen mal ein schönes Filter-Delay. Nehmen wir. Okay, und wir nehmen noch einen schönen großen Hall dazu. Und dann kommt sowas raus. Muss ich da noch irgendwas dazu sagen? Geil. Absoluter. Ah, geil. Absolut geil. Wirklich. So, was ich jetzt machen werde, ich werde mich jetzt mal richtig durchprobieren und ihr werdet dann die nächsten Wochen von Joyo eine ganze Menge von mir hören. Und ja, ansonsten freut es mich natürlich, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Wahrscheinlich ziemlich lange. Und ansonsten, mir hat es wie immer riesen Spaß gemacht. Nochmal zum Abschluss zu sagen, Henning, danke. Und ja, ansonsten wie immer, haltet die Ohren steif und nicht nur die Ohren. Geh. Nein, alles klar, macht's gut.